Das gibt's doch nicht. Ich hab doch den Frischwassertank, bevor wir losgefahren sind, randvoll gemacht. Wieso ist er jetzt leer? Der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video will ich euch mal ein paar Fehler zeigen, die uns in unserer Laufbahn schon passiert sind und wo ich auch weiß, dass es dem einen oder anderen von euch auch schon passiert ist. Und ich zeige euch, wie ihr die Fehler einfach vermeiden könnt. Wir sind beim ersten Punkt und zwar: Der Frischwassertank ist leer. Ihr habt den aufgefüllt, ihr braucht ihn auch noch nicht mal voll machen, wenn ihr einen halb voll habt und ihr fahrt los und ihr kommt an eurem Urlaubsort an oder am Rastplatz oder wo auch immer. Ihr braucht euer Wasser oder ihr wollt euer Wasser aufmachen und es ist leer. Und dann kann es bei mir so sein: Schnucki, kommt kein Wasser. Kann nicht sein, ist voll. So, woran kann es liegen? Zeige ich euch. Also, ihr habt im Wohnwagen oder im Wohnmobil habt ihr ja diese Entleerungshähne im ganzen Wohnwagen und im ganzen Wohnmobil verteilt. Da kann es sein, dass ihr einen vergessen habt zuzudrehen und darüber entleert sich dann der Frischwassertank. Das kann das erste sein, kann aber auch sein, dass ihr eurem Frischwassertank habt ihr eine Entleerung. Und da könnt ihr, manche sind Stopfen, die trägt man so um, dann spreizen die sich und dann somit dichten die ab. Oder es gibt ein Schraubgewinde mit einer Dichtung dran, dass die nicht richtig reingedreht ist, dass es dann über die Entleerung entweicht. Und was noch sein kann, ist, das ist sehr, sehr häufig, und zwar, wenn ihr eine Truma-Kombi-Heizung habt, ne, mit Boiler drin und Heizung, dann habt ihr dieses Frostschutzventil mit diesem blauen Knopf und oben ist so dieser Drehhebel. Und da kann es sein, dass der einfach noch ausgelöst ist oder ihr habt ihn einfach offen stehen lassen und habt ihn nicht zugedreht. Und dann läuft natürlich das ganze Wasser über dieses Ventil weg. Also diese ganzen Punkte kontrollieren und dann behaltet ihr auch euer Frischwasser. So, das nächste Problem ist, ihr kommt in euren Wohnwagen, in euer Wohnmobil rein und ihr stellt fest, hier stinkt's. Es ist irgendwie, hat einer die Toilette aufgelassen oder was ist hier los? Nein, folgendermaßen, die Abflüsse können stinken. Warum? Die können einmal, die Siphons können trocken sein, das heißt zwischen Abwassertank oder generell, ja, die schlechten Gerüche im Rohr kommen dann aus dem Abfluss raus. Meistens ist es aber so, ihr habt noch nicht mal Siphons. Bei uns ist es zum Beispiel auch nicht so, da geht einfach ein Rohr gerade runter und dann irgendwo verschwindet es dann im Abwassertank. Und wenn ihr Interesse habt, wie ihr ein Siphon nachrüsten könnt, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, dann kann ich darüber mal ein Video drehen, weil das sparen sich sehr, sehr viele Hersteller. Da gehört nämlich wie zu Hause einfach so ein Knie rein, wo sich das Wasser quasi sammelt und quasi vom Abwassertank zum Ausguss hier oben unterbricht. Und somit können keine Gerüche oder keine schlechten Gerüche von unten nach oben kommen. Was macht ihr dann? Ihr kommt hierher und ich würde euch empfehlen, erstmal alle Zapfstellen einen Moment laufen zu lassen, dass alles wieder durchspült wird und euer Geruchsverschluss quasi wieder aktiv wird. Nächster Punkt. Was macht ihr, wenn ihr kein Gas habt? Die Gasflaschen sind voll, aber es kommt drinnen kein Gas an. Was können da die Probleme sein? Zeige ich euch jetzt. Also hier seht ihr unseren Crash-Sensor. Das ist einmal dieses Teil hier und ihr habt hier zwei Schlauchbruchsicherungen. Wenn ihr so eine Duo-Control habt, wie wir sie jetzt hier haben, können das ganz oft Fehlerquellen sein. Und zwar, wenn ihr über eine Schockerpiste fahrt, Huppelpiste, dann kann es passieren, dass dieses gelbe Teil auslöst und dann die Gaszufuhr unterbricht. Da geht ihr einfach hin und guckt, dass dieses gelbe Teil, wenn es draußen steht, drückt es einfach wieder rein. Und dann ist das Problem schon mal erledigt. Und dann kann es aber immer noch sein, dass hier so eine Schlauchbruchsicherung ausgelöst hat. Das sind diese schwarzen Dinger, die einfach immer mal draufdrücken. Und wenn es quasi zischt, und dann waren die auch ausgelöst. Also das kontrollieren. Und wenn das dann noch nicht funktioniert, dann zeige ich euch, woran es noch liegen kann. Ihr habt meistens in der Küche von euch habt ihr so einen Gasblock sitzen. Den guckt ihr euch am besten auch nochmal an und vergewissert euch, dass wirklich auch hier sind immer Pfeile drauf. Das muss immer zu der Gasleitung, der Abgang muss immer nach oben stehen. Ne? Also quasi so werden sie geschlossen und so ist es geöffnet. Dass das alles offen ist und wenn ihr das alles überprüft habt, dann solltet ihr Gas haben. Strom, auch so eine Sache. Ihr seid auf eurem Campingplatz angekommen, nehmt euer Kabel, geht zur Stromsäule, speist ein, geht zum Wohnmobil, so, alles erledigt. Ja, von wegen, es kommt kein Strom an, was ist los?
Ihr wickelt am besten, oder so mache ich es, die Sache von hinten auf. Das heißt, ihr fangt erstmal an der Stromquelle an, vom Campingplatz ist die Sicherung drin. Und dann, wenn das der Fall ist, dann hole ich mir meistens hier meinen Adapter. Wenn ihr hier so ein CEE habt, ist ja meistens der Fall am Campingplatz, den speist ihr dann ein an eurer Einspeisung. Und hier geht ihr dann, keine Ahnung, holt ihr euch einen Föhn oder was, steckt euren Föhn hier rein und seht, geht der Föhn an, wisst ihr, aha, vom Campingplatz her ist alles in Ordnung. Dann muss es ja in eurem Wohnwagen oder in eurem Wohnmobil liegen, das Problem. Und wie ihr dann vorgeht, es gibt, die neueren Wohnwagen haben alle Bedienpaneele. Dann kann es natürlich sein, dass ihr hier oben dann einfach, bei uns sieht es dann so aus, hier gibt es einen Hauptschalter, dass der Hauptschalter vielleicht nicht aktiv ist, ja? Und dass das Problem war. Also überprüfen, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist. Dann, wenn das auch der Fall ist und es funktioniert aber immer noch nicht, dann sucht ihr eure Stromquelle, also generell euer Stromkasten im Wohnmobil. Wir haben denn jetzt hier, wo die Sicherungen sind, da überprüft ihr, dass die Sicherungen alle drin sind. Ja, hier ist der FI-Schalter und hier sind nochmal die zwei Sicherungen. Die sollten auf jeden Fall auch alle oben sein. Sollte das immer noch nicht funktionieren, dann kann es sein, dass ihr hier mit euren Feinsicherungen irgendwo ein Problem habt, dass ihr euren Elektroblock sucht und guckt, überprüft die ganzen Feinsicherungen, ob da irgendwas defekt ist. Und solltet ihr das alles überprüft haben, dann bin ich mir relativ sicher, dass ihr dann auch wieder Strom habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, kennt ihr diese Probleme, die wir jetzt hier angesprochen haben? Habt ihr auch schon Erlebnisse oder generell, was habt ihr sonst noch für Erlebnisse gehabt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder ein bisschen weiterhelfen, dass ihr am nächsten Campingplatz einfach das ein oder andere ein bisschen schneller lösen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ist eine super Bestätigung für uns. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und bis dahin, camp your life. Tschüss! And I